Hallo, ja, ich bin gerade ein bisschen wütend wie nennt man das? Wie nennt man das? Ich kenne gerade nur das englische Wort dafür. Bun. Messy Bun. Also das Ding hier oben. Mir fällt gerade der Name nicht ein und es ist nicht so, wie ich es haben wollte. Das macht mich gerade ein bisschen wütend. Aber ansonsten ist alles okay und ich habe gedacht, ich mache mal heute den Gamertag. Ja, das hatte ich ja wie gesagt in meinem letzten Video, habe ich ja gesagt, dass ich den machen werde, weil ich ja wie gesagt beim Let's Plays anfangen möchte und es ist gerade draußen wunderschönes Wetter und ich sitze zu Hause, geil, ne? Und ich habe mich gerade ziemlich halt wie so ein Tumblr-Girl-mäßig an und habe dann auch so eine wunderschöne Kette und alles, was, wie gesagt, ich glaube, jeden, der das jetzt guckt, den interessiert das überhaupt nicht. Und ja. Wie gesagt, Gamertag. Fange ich am besten an, habe ich bei der Fanny Pilgrim gesehen und ich fand den richtig gut. Und dann lernt ihr mich auch ein bisschen besser kennen, so von der Art und Richtung, die Spiele, die ich spiele. Und oh Gott, oh, ich habe schon ein bisschen Angst. Wie gesagt, ich habe den mir bei der Fanny Pilgrim angeguckt, aber das ist jetzt auch ein bisschen länger her, deswegen weiß ich gerade alle Fragen nicht. Und wir fangen jetzt auch an. Die allererste Frage ist: Wann hast du mit dem Zocken angefangen? Da war ich 4. Ja, ungelogen. Ich war 4 Jahre alt. Also ich weiß noch, da habe ich irgendwie. Ich weiß gerade nicht, was das erste Spiel war, glaube ich. Ich bin gerade am Überlegen. Entweder an Sonic 1 oder so. Ich bin mir gerade echt unsicher. Also ich weiß, dass ich Sonic gespielt habe, glaube ich. Es war Sonic the Hedgehog. Ja. Ich war 4 Jahre alt ungefähr. Nächste Frage. Was war deine Einstiegskonsole und wie kamst du zu ihr? Ja, habe ich gerade beantwortet. Nee, habe ich nicht beantwortet, genau. Denn meine Einstiegskonsole war, soweit ich weiß, die Mega Drive? Sega Mega Drive? Entweder Sega Mega Drive oder Dreamcast. Auf jeden Fall war es eine Sega-Konsole. Eine der letzten auch noch. Und ich glaube, es war die Sega Mega Drive, hieß die, glaube ich. Ja, ich glaube, das war die. Und wie ich dazu kam, meine Eltern haben sie gekauft und haben gesagt, Eileen, los, spiel! Spiel! Und ich so, okay, ich spiele. Und dann habe ich angefangen zu spielen. So ungefähr ging das dann ab. Dritte Frage. Ich kann nicht mal eine 3 formen. Traurig, ne? Dritte Frage ist, welche Games hast du im Kindesalter gerne gespielt? Da fällt mir einiges ein. Also, was habe ich gespielt als Kind? Ich war ein Sims-Suchti. Ich habe auf dem PC ganz viel Sims gespielt. Sims 1, später Sims 2. Sims 2 war eine Katastrophe bei mir. Also nie wieder, nie wieder. Ich liebe Sims 2, aber wenn ich das wieder spielen würde, dann nein. Nein, das darf ich mir nicht erlauben. Also Sims-Suchti. Dann Animal Crossing auf dem DS habe ich gesuchtet. Genauso wie Nintendogs. Das allererste Nintendogs, allererstes Animal Crossing Wild World habe ich gesuchtet als Kind. Also auf der Handheld-Konsole auf dem DS. Pokémon. Oh mein Gott, Pokémon. Das hatte ich auf dem. Ich hatte ein Game Boy Color. Und ich glaube, ich hatte die Pikachu-Edition. Also Pikachu-Edition. Und ja. Pokémon. Oh mein Gott, ich war besessen davon. Und was noch? Was habe ich jetzt? Ich habe gerne auf der PlayStation 1, glaube ich, sogar war das. Oder PlayStation 2. Ich glaube, es war sogar PlayStation 1. Ich weiß nicht, gab es auf der PlayStation 1 Crash Bandicoot? Gab es das auf der PlayStation 1? Ich weiß, auf der PlayStation 2 gibt es das auf jeden Fall. Aber ich glaube, es gab es auch auf der PlayStation 1. Spyro habe ich geliebt. Spyro war mega, mega geil. Und was habe ich noch als Kind gespielt? Ich habe so viele Kinder. Ja, natürlich Sonic. Sonic habe ich als Kind gespielt. Mario 64. Oh mein Gott, das war so geil. Legend of Zelda. Ocarina of Time war es, glaube ich, was ich gespielt habe. Und ich habe so viele Spiele als Kind gespielt. Ich habe ohne Scheiß, ich habe sogar mit meiner Mutter zusammen Resident Evil gespielt. Und oh mein Gott, ich hatte so Schiss als Kind. Und was habe ich noch gespielt? Ich habe auch auf dem Computer Metal Gear Solid mit meinem Vater habe ich gerne gespielt. Und so, was weiß ich, dann gab es auch noch, was weiß ich, so Internetspiele und sowas, aber das zähle ich jetzt mal nicht mit. Oder was mein Vater und ich auch gerne gespielt haben, Olympische Spiele, immer auf dem PC, gab es immer so Olympische Spiele, das haben wir auch gerne gespielt. Und was ich als Kind auch sehr, sehr gerne gespielt habe,
Das werde ich bestimmt nachher auch noch erwähnen, ist Kingdom Hearts. Oh mein Gott, als Kind. Obwohl, ich habe es als Kind gespielt und es hat mir erstmal nicht gefallen. Aber später, da ein paar Jahre später, habe ich es nochmal gespielt und ich habe mich verliebt in das Spiel. Also, ja. Aber das sind so jetzt mal ein paar Spiele, die mir jetzt eingefallen sind. Und ja, es waren noch einige. Aber nein, ich war als Kind auch draußen und habe auch draußen gespielt, in der freien Natur. Also nicht nur, dass ihr jetzt denkt, die ist, was weiß ich, die ist immer zu Hause und zockt nur, so viele Spiele spielt die. Aber ich habe wirklich schon viele Spiele gespielt. Frage 4 ist, welche Games spielst du momentan am häufigsten? Momentan spiele ich eigentlich fast gar nichts. Das Einzige, was ich spiele, ist halt, ich habe mir jetzt mal wieder, weil bald die E3 ist auch, und ich mich so auf die E3 freue, ich freue mich so mega auf die E3, weil Square Enix irgendwas über Kingdom Hearts 3 erzählen wird und ich bin so ausgerastet. Oh mein Gott! Als ich über Kingdom Hearts 3 erfahren habe, war alles vorbei. Ich bin so ausgerastet. Ich warte jahrelang auf dieses Spiel. Ohne Scheiß, ich glaube, wenn es rauskommt, dann ist es 10 Jahre her nach Kingdom Hearts 2, dass Kingdom Hearts 3 rauskommt und das ist schon echt hart. Ja, ich habe gesagt, genau, was ich spiele, ist Kingdom Hearts Remix, 1.5 Remix, also das spiele ich momentan. Wie gesagt, ich spiele eigentlich gerade nicht so viel, deswegen ist es so gerade das Einzige, was ich spiele und halt ab und zu mit meinem Vater FIFA, aber ja, ansonsten spiele ich zurzeit eigentlich gerade gar nichts, leider, halt außer jetzt Kingdom Hearts und ab und zu auf dem 3DS spiele ich einmal, jetzt kommt's, New Style Boutique, dieses Style Boutique Ding, weil ich das so witzig finde, weil die jetzt richtig schöne Outfits haben und ich das gerne kaufe und ich will immer Geld, wisst ihr, ich will immer Geld. Und das spiele ich ab und zu, aber halt aus Langeweile. Und Animal Crossing New Leaf spiele ich auch noch. Aber halt auch nur selten. Ich überlege gerade eine neue Stadt zu machen, weil ich ein bisschen unzufrieden bin. Ich hatte nämlich ich habe schon irgendwie 250 Stunden gespielt. Dann war es mir zu langweilig. Dann habe ich meine Stadt gelöscht und eine neue gemacht. Aber mit der bin ich gerade eher unzufrieden, weil ich mich eine lange Zeit nicht darum gekümmert habe. Und ich habe keinen Bock, das jetzt alles nochmal erstmal sauber zu machen. Deswegen, weil ich eh noch nicht so viel da gemacht habe, überlege ich, ob ich nochmal eine neue Stadt machen sollte. Und dann aber richtig, richtig gut alles und perfekt strukturieren soll. Aber naja, mal schauen. Nenne deine aktuellen Top 3 Spiele aller Zeiten. Ja, das ist, ja, lass mich überlegen. Also, Kingdom Hearts, aber nee, nicht Kingdom Hearts, nicht der erste Teil. Kingdom Hearts 2. Kingdom Hearts 2, ich liebe Kingdom Hearts 2. Top 3 Spiele, das ist schwierig. Ich liebe so viele Spiele, lass mich überlegen. Dann würde ich sagen, das ist so scheiße, das ist echt schwierig. Dann würde ich noch behaupten, Mafia 2. Oh mein Gott, ich liebe Mafia 2. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe Mafia 2. Ich habe Mafia 1 mir auf YouTube angeguckt. Ich hatte es selber nicht, aber Mafia 2 liebe ich. Ich bin allgemein so ein Mensch. Ich liebe Mafia-Stories und Mafia 2 ist so geil. Ich liebe Mafia 2. Und, Sonic Adventure DX, das gab es auf der Gamecube. Es gab es auf der Dreamcast und auf der Gamecube. Und ich habe die Gamecube-Version gehabt, deswegen war es, glaube ich, das DX. Sonic Adventure DX, das habe ich so gesuchtet, das habe ich so gerne gespielt. Das ist auch einer meiner Top-Favorites. Ich weiß, es hätten viele sowas wie Tomb Raider und so erwartet. Ich liebe das auch, aber das kam jetzt auch gerade so. Und ich habe einfach so viele Lieblingsspiele, also deswegen kann ich es gerade nicht genau sagen. Aber das sind so ungefähr meine 3 Lieblingsspiele. Das kann ich halt immer wieder spielen. 6. Frage, von welchem Game hättest du gerne eine Fortsetzung? Von welchem Game? Ja, also Kingdom Hearts, aber das kommt ja, das weiß ich. Von was ich gerne eine Fortsetzung hätte, wäre wirklich Mafia. Von Mafia 2. Also ich will Mafia 3. Da wurde noch nichts angekündigt. Ich habe mal gehört, da soll mal irgendwie was kommen. Aber es wurde halt noch gar nichts angekündigt. Und ich möchte unbedingt, wenn es kommen sollte, also wenn Mafia 3 kommen sollte, möchte ich mit Vito Scaletta spielen. Ich will nicht irgendwie einen neuen Charakter haben, weil das war ja bei Mafia 1 war ja, ich weiß gar nicht mehr, war das Tony? Tony? Ich weiß gar nicht mehr, wer der Erste war. Aber ich weiß halt, bei Mafia 2 war es halt Vito Scaletta und Joe und so. Ich liebe Vito Scaletta. Also ich meine, ich liebe diesen Charakter so sehr, wirklich. Ich habe den so ins Herz geschlossen und ich weiß nicht, seine Art, sein Aussehen, nein, aber wirklich seine Art ist so toll irgendwie. Ich weiß es nicht. Das ist so, ich weiß nicht.
Ich mag einfach seine Art sehr und ich. Das Mafia 2 war ein richtig offenes Ende, was mich bis heute so fertig macht. Das war einfach so offen, das Ende. Ich will jetzt auch nicht spoilern für alle, die das nicht gespielt haben oder falls sie spielen wollen. Falls ihr Mafia-Fans seid oder Mafia-Fans, nee, aber falls ihr so diese Mafia-Stories mögt, zum Beispiel auch sowas wie der Pate und so, dann ist das Spiel auf jeden Fall was für euch. Es ist richtig, es ist so ein bisschen GTA im Vintage-Stil, so 50er, 60er Jahre und es ist richtig, richtig geil. Und die Story ist so Hammer, ich liebe die Story. GTA spiele ich nie wegen der Story, aber Mafia 2 habe ich wirklich nur wegen der Story gespielt. Oh, jetzt bitte, bitte hasst mich dafür auch nicht. Aber ich bin halt so ein Mensch, ich spiele GTA just for fun, weil es einfach Spaß macht, alle da umzubringen. Und nein, ich bin kein Psychopath, aber ich spiele das mit Freunden und dann bringe ich eigentlich mich selbst um, mache Suizid oder bringe andere um. Also ich mache da nichts großartig. Ich schlage da Leute, Prostituierte, ja, ist halt bei GTA, ist es halt so, aber bei Mafia 2 nicht. Also bei Mafia 2 habe ich das wegen der Story gespielt. Und ich will unbedingt einen dritten Teil. Ja. Welche Hobbys bzw. Leidenschaften pflegst du neben dem Gaming? Ja, ist eigentlich klar, ne? Also ich bin ja auch so fashionmäßig, so Beauty, Lifestyle, Fashion and more, bla bla. Ansonsten, was ich gerne noch mache, ist Sport. Also, okay, was heißt Sport? Also ich gehe halt ins Fitnessstudio mit meinem Vater immer. Und das kann man ja auch irgendwo als Hobby sehen. Halt nicht übertrieben, aber ich mache das halt auch und Hobbys. Videobearbeitung ist ein Hobby von mir und dann natürlich diese, was weiß ich, diese Standard-Hobbys. Ja, Freunde treffen und keine Ahnung, was weiß ich, irgendwas mit Freunde treffen, telefonieren, sowas halt. Also das sind, ich weiß nicht, das kann man nicht als Hobby sehen, aber so ungefähr sind meine Hobbys. Ja, das ist halt ein bisschen immer schwierig zu sagen, weil ich habe nicht immer diese komplett außergewöhnlichen Hobbys. Aber das sind halt so normale Hobbys eigentlich für ein Mädchen, denke ich mal. Welche Konsolen eingeschlossen Handhelds besitzt du? Okay, also ich habe zu einem, einen 3DS XL im Animal Crossing Style. Und ich liebe den. Ich liebe den so sehr. Der ist so Hammer. Ich will den nie wieder hergeben. Nein, wirklich, ich finde den so Hammer. Viele haben mich auch schon mal auf Instagram oder sonstiges mal drauf angeschrieben, wo ich den habe und so. Ich habe gesagt, das war eine Limited Edition. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Aber ich habe den zu meinem Geburtstag bekommen und ich liebe diesen 3DS. Und der ist so schön. Und Animal Crossing Style, guckt den euch an. Der ist so toll. Kann man die Sachen hier, damit ihr es vielleicht besser auch erkennt. Ist richtig, richtig toll. Und ansonsten, ich habe gar nicht so viele Konsolen. Also ich habe eine PS3 und eine GameCube. Ich weiß nicht, ich hatte mal eine PS2. Ich glaube, die ist entweder im Keller oder ich habe sie verkauft. Eins von beiden, weil ich benutze sie nicht. Aber ich glaube, ich habe sie noch irgendwo. Ich muss halt nur gucken. PS2 und schade, dass ich diesen Gamertag nicht vor, was weiß ich, ein paar Jahren gemacht habe, weil da hatte ich ohne Witz fast alle Konsolen. Ohne Witz, ich hatte die PS1, ich hatte die PS2, ich hatte die PS3, ich hatte die Xbox, ich hatte die Xbox 360. Ich hatte den Nintendo DS damals, glaube ich, war das noch. Oder Nintendo DS Lite. Dann hatte ich noch einen Game Boy. Dann hatte ich eine PSP. Also ich hatte fast alle Konsolen. GameCube sowieso habe ich immer noch. Und Wii? Ach ja, Wii U habe ich noch. Stimmt, ich habe noch die Wii U. Die Wii U habe ich auch noch. Also die Wii U, die PS3, die GameCube und mein 3DS. Ja. Wie gesagt, vor ein paar Jahren hatte ich mehr und dann mit den meisten habe ich irgendwie nicht mehr gespielt und dann haben die es verkauft oder so und ja. Das sind so, was ich jetzt gerade noch da habe. Vielleicht ändert sich das ja bald. Weil ich spare gerade Geld auf eine PS4. Neunte Frage. Nenne deine Top 3 Spiele-Serien. Okay, Spiele-Serien. Das wäre zu einem wieder mal Kingdom Hearts. Ich weiß, ich habe das schon so oft genannt, aber ich war auch eine Zeit lang nicht mehr so ein Kingdom Hearts Flash. Ich habe das eine lange Zeit nicht mehr gespielt, weil es mir einfach irgendwo gereicht hat, weil ich gedacht habe, okay, ich fühle mich langsam verarscht, ich habe keinen Bock mehr drauf, weil ich meine Birth by Sleep und was weiß ich, Chain of Memories, okay, Recoded habe ich nie gespielt, das kam ja auch, glaube ich, nur in Japan raus. Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, jetzt gibt es ja auch noch Dream Drop Distance, 385 Two Days, ich habe keine Ahnung, wie man das, nee, 358
Two Days. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und ja, das war mir irgendwann zu blöd. Und ich dachte, okay, jetzt langsam könnt ihr mal Kingdom Hearts 3 rausbringen. Und es kam einfach ganze Zeit gar nichts. Und ich habe mir irgendwann gedacht, okay, Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich meine, okay, es ist wichtig, dass wir alles davor noch wissen, ja. Aber bitte erzählt mir auch, wie es weitergeht. Ich habe keinen Bock mehr zu warten. Und ja, deswegen habe ich eine lange Zeit auch Kingdom Hearts dann vermieden. Da kam Dream Drop Distance. Das war mir ehrlich gesagt egal, weil ich, wie gesagt, keinen Bock mehr drauf hatte. Weil ich gesagt, ja toll, schon wieder so ein Teil. Ich meine, natürlich, die sind wichtig für die Story und alles. Und wie gesagt, ich liebe die Story von Kingdom Hearts und so, aber... Es war mir irgendwann zu blöd. Ich habe gesagt, ich will einfach einen dritten Teil. Wie wär's, wenn es mal weitergeht? Ich will nicht das immer. Und Dream Drop Distance ist ja zwischen 2 und 3. Das ist ja schon mal was. Und dann letztes Jahr habe ich mal mittlerweile ganz zufälligerweise mitbekommen, dass auf der E3 Kingdom Hearts 3 angekündigt worden ist. Nicht mal ein Datum wurde genannt. Einfach nur, dass es jetzt in der Produktion ist. Und ich bin so ausgerastet. Ich hab so geschrien. Wirklich, ich bin so ausgerastet. Ich habe nicht geweint oder so, aber ich habe so geschrien. Dann habe ich mir auf YouTube irgendwie Reaktionen davon angeguckt. Ich konnte nicht mehr vor Lachen. Teilweise tat mir auch irgendwo im Herzen weh, weil jeder, der dieses Spiel spielt, weiß einfach, wie schlimm das ist, weil man so lange darauf gewartet hat. Ich habe keinen in diesem Video gesehen und es ging 40 Minuten von ganz vielen Reaktionen, als sie das live mitbekommen haben. Ich habe keinen gesehen, der nicht unter 16 war. Also die waren alle schon 16, 17, 18, 19, 20, auf jeden Fall schon erwachsen irgendwo teilweise. Und das zeigt ja schon einiges, ne? Weil alle sind so mit dem Spiel aufgewachsen und das hat dich bis jetzt so irgendwie dein ganzes Leben begleitet. Und jetzt kommt endlich der dritte Teil, was du nie erwartet hättest. Und ja, ich rede ein bisschen zu viel darüber, ich weiß. Also wie gesagt, Kingdom Hearts, Top 3 Spieleserien. Dann Top 3 Spieleserien würde ich behaupten ist... Resident Evil. Ich mag Resident Evil. Resident Evil ist schon relativ... Also ich mag ganz ehrlich, viele werden jetzt sagen, ich bin blöd, aber ich mag den vierten Teil sehr. Das ist bis jetzt mein Lieblingsteil. Viele sagen, was, der ist scheiße. Oder okay, scheiße finden die meisten nicht. Nur Leon, weißt du, Leon, der ist so, oh mein Gott, der ist so toll. Und ich weiß nicht, ich mochte den vierten Teil sehr. Und natürlich die anderen Teile auch, aber den vierten mochte ich wirklich sehr. Und was ich als Top 3 Spieleserie vielleicht noch nehmen würde, wäre dann Tomb Raider. Tomb Raider ist mega, mega, mega geil. Wirklich, das ist so Hammer. Ich wollte schon immer so sein wie Lara Croft, aber das ist leider nicht möglich. Weil ich habe nicht diese Proportionen und ich habe auch nicht das Können, was sie hat, aber... Das sind so meine Top 3, würde ich sagen. Ich meine, ich mag viele Spiele und Spieleserien, aber das ist halt wirklich schwierig. Und das ist, was mir, wie gesagt, alles gerade einfällt. Deswegen würde ich sagen, das sind meine Top 3 Spieleserien. Finde abschließende Worte zum Thema Gaming, tagge 1 bis 3 Gamer und beende das Video. Also, abschließende Worte. Ich finde es einfach dumm, wenn es dann immer so, dass wenn dann Mädchen sagen, entweder sagen, ja, Mädchen können gar nicht zocken, das finde ich auch scheiße, wenn man sagt, Mädchen können nicht zocken oder Mädchen tun nur so, als können sie zocken, um irgendjemand zu beeindrucken. Stimmt meistens nicht. Es gibt halt manche Mädchen, die halt so sind, aber die meisten Mädchen, sage ich mal, die wirklich spielen, die spielen dann halt aus Spaß, weil es denen Spaß macht. Ich meine, ich spiele auch zum Beispiel, vor allem, was ich auch dumm finde, wenn man sagt, ja, wenn du kein Call of Duty spielst und kein Minecraft, dann bist du auch kein Gamer. Oder wenn du kein League of Legends oder sowas spielst, dann bist du kein Gamer. Das stimmt doch gar nicht. Was heißt ein Gamer? Gamer heißt einfach, du spielst Spiele und das macht dir Spaß. Und das ist auch, finde ich, okay. Ich kann Ballerspiele spielen, ja, das kann ich. Aber ich kann auch so ebenso gut sowas spielen wie so, was weiß ich, Mario Party. Ich liebe Mario Party. Ich spiele das so gerne mit meiner Familie, mit Freunden. Und ganz ehrlich... Kein Ballerspiel der Welt hätte mich schon jemals in meinem ganzen Leben so aggressiv gemacht wie Mario Kart. Vor allem online. Mario Kart für die Wii Online ist eine Katastrophe gewesen. Mario Kart 8 soll besser sein, aber Mario Kart Wii Online, vor allem Regenbogen Boulevard, sag ich mal, ist eine Katastrophe. Dadurch sind Freundschaften kaputt gegangen. Dadurch ist beinahe mein Fernseher mal kaputt gegangen. Und das macht viel aggressiver, ja. Und deswegen hasse ich es auch, wenn es in den Medien gesagt wird, ja, Ballerspiele machen Leute aggressiv. Nein. Sowas macht die Leute nicht aggressiv. Ich sag mal, es ist einfach... Das ist einfach alles viel zu viel. Und Leute sollten spielen, weil sie Spaß haben. Und wenn Spielen Spaß macht und Spielen und wenn so Spiele Menschen zusammenbringt, so dass man zusammen was spielt, dann ist es doch was Schönes. Und man sollte keine Vorurteile dagegen haben. Das ist jetzt mein Schlusswort zu diesem Video. Und
An sich tagge ich eigentlich jeden, der das machen will. Wie gesagt, ich finde es einfach schade, dass dieser Tag gar nicht so oft auf YouTube existiert. Deswegen fand ich es so cool, dass ich das bei Fanny Pilgrim gesehen habe. Und ich tagge nur meine Freundin Shanine, also Shane. Sie kann gerne diesen Tag machen. Ich wäre mal sehr gerne gespannt, was sie für Spiele spielt. Sie hat sich jetzt nämlich Watch Dogs geholt und ich will mal wissen, ob sie das dann erwähnen wird. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, jetzt habt ihr mich so ein bisschen besser kennengelernt. Ich hatte ja gesagt, für Let's Play-Ideen könnt ihr mir hier gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr euch wünschen würdet, was ich Let's Playen soll. Jetzt habt ihr so eine ungefähre Vorstellung, was ich spiele. Und ja, ich verabschiede mich hier herzlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es kommen jetzt wieder mehr Videos, ich habe jetzt wieder mehr Ideen und das nächste, was ich machen wollte, ist wahrscheinlich so ein Lookbook. Lookbook, ich weiß, hört sich voll cool an. So richtig schön Englisch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sag ganz Zeit und, aber ich sag jetzt einfach mal Tschüss. Einfach nur Tschüss.